Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Alice 25 auf der Andersum. So, wir bitte weiter. Wollen wir mal hier einen Ballen pressen, diese Nachtjacken, die auch noch. Reif ist ja sonst nichts. Seht mal, was von 20% erfüllt, als ich bloß gemäht habe. Das Wickeln und sowas zählt ja leider nicht dazu. So, geben wir mal erstmal Vollgas. Auf die Kette kriegen alles. Boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Arbeit. Wie die Folge seht, habe ich, ist meine Schicht wahrscheinlich höchstwahrscheinlich beendet. Weil die kommt am Donnerstag. Gegen 15 Uhr, da habe ich schon Feierabend. Aber bei mir ist halt also noch Dienstag und die Schicht steht mir noch bevor. Ich habe erst den Mittwoch frei. Das ist halt doof. Oh, kann man nichts machen, muss die gucken zu. Meine Katze liebe gerade Bock gerade wieder Haarballen hoch. Und gleich mal gucken gehen nach der Folge. Das klang nie gesund. Aber oh, machen wir jetzt durch, also los, wenn wir vorschlagen wollen. Der ist gerade vorne. Oh naja, gehen wir jetzt durch, eiskalt. Gnadenlos. Mit Rippelsputen. Mit dem Folgen aufnehmen, ich habe irgendwie viel Zeit vertrödelt, weil ich dem Baroster mich vor uns gerade ein bisschen geärgert hat. Aber alles kein Problem, kriegt man hin. Jedenfalls mache ich die Freitagsfolge heute Abend. Oder nehme ich jetzt bloß offen, lade die beiden Folgen heute Abend erst hoch. Könnte ich auch noch machen. Bei Beschriften muss ich sie eh daher. Müssen die ganze Mittwochsgeschichte ja noch beschriften, daher sollte es passen dann. Aber erstmal pressen wir den ganzen Spaß hier.
Oh, die ganze Freestyle-Geschichte hier. Aber muss ich so selber mit dem wegnehmen, klingt doch relativ gut mit alles. So, komm, Gas. Ja, und du hast den Ball abgeworfen. Ah, das war Mission, die Fahrzeuge ne, für Eigenzeug nehmen kannst. Oder muss so manches erleichtern. Aber nun ja. Wir haben jetzt die Prioritäten, das nächste ist größerer Traktor. Und da brauchen wir jetzt das Fünffache von dem, was da oben steht. Alleine nur für den Traktor. Und ein bisschen was auf Reserve. Habe schon wieder die Nase. Ich weiß nicht, ob das löscht, dass ich bald losschreie. Aber ich versuche es so gering wie möglich zu halten. Oder mich dann hoffentlich rechtzeitig zu müden. Muss man etwas nachbessern, aber das ist nicht so tragisch. Ich war einfach auf den Schatten der Bäume. Jetzt haben wir den Sport nicht so richtig gesehen haben. Also das ist eine Bahn, das ist eine Palle. Der ein Stück unsauber gefahren ist. Das sollten wir gut hinbekommen, würde ich sagen. So, Runde 2 vorgewendet haben wir auch fast durch. Aber immer schön eins nach dem anderen. Oder wie mein Lieblingsstreamer sagt, nur eine Hutle. Jetzt die Schlepper muss ich immer tauschen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig im Pack. Muss ich mich jetzt immer die Tage wieder ransetzen. Ich habe vom Com-Server so viel zu tun.
Es ist das Problem, was ich habe. Irgendeine Sache müsste man Prioritäten setzen. Aber komm, so, was ist das Problem? Ich habe eine gute Million, ich habe eine 950.000 habe ich Kredit. Und den würde ich gerne runter haben. Und den kriege ich nur runter. A mit Missionen und B mit dem Holz, was ich da angefangen habe. Wer meinem letzten Livestream gefolgt ist, hat es gesehen, dass ich da so halben Wald dort, also den halben Hälfte vom Waldgrundstück dort niedergemacht habe. Und das werde ich schon so beibehalten. Ich werde aber heute, denke ich mal, wenn ich heute Abend von der Schicht komme, werde ich schon ein paar eventuell ein paar Silageballen umsatteln. Ich glaube, was gucken, kosten die Wechsel, nur die weiteren eine Unterbauwechselbrücke. Der hier kostet 15 mit Farbwahl. Aber 20.000. Das ist ein Anhänger mehr. Muss man mal drei hier wegfahren. Damit ich eine Ladung Silageballen hochbringen kann. Platz denn dort hinten Berge. Jetzt meine Silageballen liegen. Mal gucken, Ballenlager, ob man da so, ob ich da demnächst irgendwie eins platziere. Die müssten halt um mit na, mit fermentieren, die Ballenlager, Silageballen. Das will ich im 17 haben sie irgendwie mit bauen können, dass du, wenn du mit Season spielst, dass die Ballenlager nachfermentieren. Im 19er ging es dann nicht mehr irgendwie so einfach. Da war es nie möglich, dass sie erstmal, die müssten erst gegoren sein, bevor du eingelagert hast. Außer ist es halt so. Aber es ist, wie es ist. Heute der letzte Tag im Monat ist und wollte mal ja gucken, was die BGA ausschüttet. Wir haben ja eine Gemeinschaft BGA auf der Rostocki gebaut. Da wollten wir mal gucken, was die so ausschüttet im Monat, und da wollten wir hochrechnen, wie wir das machen mit der Auszahlung. Was jetzt, was da so an Kohle rumkommt bei. Das steht da drin, ist separat aufgeschlüsselt. Da speicher erstmal, machst du richtig. Speicher schneller. Irgendwie hat er heute ein bisschen lahm mit Speichern hier in Anfall. So, steht.
Irgendwo stehen Einnahmen, Gebäude. Einnahmen, BGA, ich hast du ja extra aufgeschlüsselt. Und danach kannst du da gehen im Monat. Wie oft es ausschüttest. Ich denke mal, das macht keinen Unterschied, ob das nur Rübenschnitzel sind oder Silageballen oder irgendwas anderes. Rohrgewände erstmal erledigt. Habe ich ja Angst. Der steht schon. Den Meter. Ne, 15 Grad ist. Ja. Nee. Was ist denn jetzt hier? Aber auch gerade was. Das ist doch gut aus. So, geht mal Gummi. Eventuell die Reste noch, wo wir bald voll kriegen müssen. So, Billy. So, da sind wir schon mal am Folgenende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.